Na, wie war der erste Tag in der neuen Schule? Er war, glaube ich, ganz okay. Keine Ahnung. Seht ihr manchmal jemanden an und fragt euch, was geht wohl in seinem Kopf vor? Los geht's. Es war einmal eine Maus. Mickey Maus. Wahrscheinlich die berühmteste Maus aller Zeiten. Nachdem sie, erschaffen von Walt Disney, 1928 das Kinolicht der Welt erblickt, wird Mickey weltweit zu einer beliebten Trickfilmfigur. Nach den Erfolgen der Mickey-Kurzfilme und der Silly-Symphonies suchte Walt Disney, der Sohn eines Zimmermanns kanadisch-irischer Abstammung und einer Mutter mit deutscher Herkunft, eine neue Herausforderung. In den frühen 1930er Jahren fasste er den Entschluss, einen abendfüllenden Zeichentrickfilm zu erschaffen. Etwas, was es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben hatte. Vielleicht abgesehen von Lotte Reinigers Scherenschnitt-Großfilm von 1926, Die Geschichte des Prinzen Ahmed. Die Idee von Disney wurde von vielen Außenstehenden belächelt. Doch Walt Disney ließ sich nicht beirren und begann schon bald mit den Arbeiten an Schneewittchen und die sieben Zwerge. Die Entscheidung für Schneewittchen als Thema für diesen Film hatte mehrere Gründe. Zum einen war der Film Snow White der erste Film, den Walt Disney jemals gesehen hatte. Zum anderen übten europäische Märchen eine große Faszination auf ihn aus. Sowohl die Märchen der Gebrüder Grimm, als auch die Märchen aus anderen europäischen Ländern hatten Walts Interesse geweckt. Dabei war der Film Schneewittchen und die sieben Zwerge kein Selbstläufer und die Produktion war aufwendiger als alle Produktionen vorher zusammen. Zwar gaben die beliebten Trickfilme der Disney-Studios meist Gewinne ab und wurden als Vorfilme in den Kinos gezeigt, aber Walt Disney plante bereits einen größeren Schritt. Den Spott seiner Gegner und Konkurrenz zum Trotz, setzte sich Disney das ehrgeizige Ziel, einen abendfüllenden Trickfilm zu produzieren. So nahm Disney das deutsche Märchen Schneewittchen in Angriff. Das Projekt verschlang Unmengen an Geld und benötigte viel mehr Zeit als angenommen. Statt 250.000 Dollar musste Walt Disney schließlich 1,5 Millionen Dollar zusammenkratzen. Für diesen Film wurden 25 Musikstücke komponiert und eingesungen, wobei es nur 8 Lieder in den Film geschafft haben. Schließlich, nach 3 Jahren, hatte der Film am 21. Dezember 1937 seine Weltpremiere und startete am 8. Februar 1938 in den amerikanischen Kinos. Am 23. Februar 1939 erhielt Walt Disney den Oscar für seinen Film. Aber nicht einfach die bekannte goldene Statue, sondern einen ganz speziellen Spezial-Oscar. Ein normal großes Exemplar der Statue und 7 Miniatur-Oscars. Überreicht wurde diese besondere Auszeichnung durch den Kinderstar Shirley Temple. Bei der Premiere des Films traten übrigens zum ersten Mal Mickey, Minnie, Pluto und Donald als lebendige Werbefiguren auf. Außerdem flanieren die sieben Zwerge über den roten Teppich. Allerdings fiel dieser Auftritt in die Kategorie Gruselkabinett. Walt Disney hatte sich seit Beginn des Zweiten Weltkrieges der Agitation des amerikanischen Präsidenten Roosevelts zur Verfügung gestellt und nutzte seine Trickfilme über die amerikanische Luftwaffe oder Karikaturen über den Nationalsozialismus bzw. gegen Deutschland zu produzieren. Everyone must do his share. That's right. Don't listen to him. Go ahead, spend it. Have a good time. First, you must defend the country that makes a good time possible. Curses, he's too smart. I'll have to blitz him. Hey, look, your petticoat's showing.
You first, Donald. Walt Disney hatte aber auch Beweismaterial für eine nicht mehr zu übertreffende klare Darstellung des Unterschieds zwischen deutschem Wesen und europäischer Kultur auf der einen und amerikanischer Zivilisation auf der anderen Seite geliefert. Im Jahre 1940 hatte er einen Film gemacht, den er Fantasia nannte. In dem Vorspann dieses Films liest man, dass die Musik von Bach, Beethoven, Tschaikowski, Stravinsky, Schubert, Paul Dukas und Mussorgsky stammte. Es handelt sich dabei um einen farbigen Zeichentrickfilm. Walt Disney wollte mit diesem Film die Vorstellungskraft des Konzerthörens unterstützen und betrachten. Man sieht zunächst ein Orchester, dann abstrakte Figuren und Linien, die sich angeblich im Rhythmus von Bachs Iokata in D-Moll bewegen. Es ist dieses Geflimmer und Geschlinge von Linien, das schon einmal in der Weimarer Republik in deutschen Kinos als angebliche Sensation zu sehen war. Damals war es auch teilweise Import aus den USA. Dann spielen Libellen mit glitzernden Tautropfen Ball als Illustration zu dem Tanz der Zuckerfeen aus der Nussknacker-Suite von Tschaikowski. Den chinesischen Tanz stellen Pilze dar, den Tanz der Flöten Blumen auf einer Wasserfläche. Dann kommen Schleierfische in einem Aquarium. Disteln, Orchideen und Elfen, die als Schlittschuhläuferin angezogen sind. Alles zur Musik von Tschaikowski. Aber es kommt noch toller. Die Musik von Paul Dukas, der Zauberlehrling, wird von der Figur Mickey Mouse in der Rolle von Goethes Zauberlehrling illustriert. Der Verfasser hat Goethe noch überdichtet. Er hat einen Traum hinzugefügt, in dem die Mickey Maus die durcheinander tanzende Gestirne dirigiert. Im Gegensatz zu den weißen, großen, schlanken Zentauren mit wallenden Mähnen wurde die schwarze, bedienstete Sunflower wesentlich kleiner, pummeliger und mit Zahnlücke dargestellt. Diese Nebenrolle war für Disney nach Jahrzehnten so rassistisch, dass sie ab 1969 aus allen Veröffentlichungen des Films entfernt wurden. Die Vereinigten Staaten hatten in dem militärischen Konflikt von Beginn an nur pro forma Neutralität gewahrt und setzten seit dem Kriegsausbruch in Europa 1939 ihre Flotte unter einseitigem Bruch des Genfer Abkommens in britischem Interesse ein. So wurden in großem Umfang Rüstungsgüter an Feindstaaten geliefert, deutsche Handelsschiffe beschattet, über Funk britische Kriegsschiffe herangeführt und später von US-Amerikanern auch selbst geschossen, gekapert und versenkt. Noch lange vor der formellen Erklärung eines Kriegszustandes mit dem Deutschen Reich. Eine große Verantwortung hierfür trug schon zu jener Zeit der Film, insbesondere Hollywood. Eines der bekanntesten Beispiele, der noch vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg Premiere hatte, war Der große Diktator. Dieser Film wurde vom Hauptdarsteller Charlie Chaplin produziert, inszeniert und finanziert und war vollständig darauf ausgerichtet, das Wesen Adolf Hitlers lächerlich zu machen und zu verzehren.
Darüber hinaus sollte die amerikanische Bevölkerung für einen Krieg in Europa konditioniert werden. Walt Disney war hier auch ein fleißiger Vertreter seiner Zunft. Für eine deutschfeindliche Propaganda hatte er unzählige Kurzfilme produziert. Eine wohl der bekanntesten und widerlichsten Filme war Der Führers Face von 1943. Er suggeriert bewusst ein völlig falsches und verzerrtes Bild vom Deutschen Reich zu Zeiten des Nationalsozialismus. So soll dort praktisch alles auf die Person Adolf Hitlers ausgerichtet gewesen sein. Sogar die Wolken, Sträucher und so weiter werden im Film als Hakenkreuze gezeichnet, um dies zu verdeutlichen. Ebenso wird der Eindruck erweckt, man habe das eigene Volk in Munitionsfabriken zur Zwangsarbeit gezwungen. In dem Film taucht zu Beginn in einem Lied auch die Behauptung auf, der Führer würde sich bzw. die Deutschen als Master Race, auf Deutsch Herrenrasse, bezeichnen. Dieser Begriff wurde nach dem Krieg gerne als NS-Terminus bezeichnet. Jedoch existiert kein Beleg für dessen zeitgenössische Verwendung, sodass man davon ausgehen kann, dass es sich um einen von den Alliierten geschaffenen Propagandabegriff handelt. Neben Deutschfeindlichkeit ist auch Feindlichkeit gegenüber den Japanern im Film zu finden. So marschiert ein gelbhäutig dargestellter Mensch mit Japan-Flagge begeistert bei den Trickfilm-Nazis mit und preist Hitler. Des Weiteren gab es noch unter anderem Der neue Geist und viele weitere, die heute zum Glück fast vergessen sind. Aber auch das ist halt Disney. Or save for taxes. Erwähnt sei hier auch noch der Film Kommando Duck. Auch dieser Disney-Film von 1944 ist hierzulande relativ unbekannt. Ein weiterer von über 50 Kriegspropagandafilmen, in dem viele Vorurteile zementiert wurden. So werden die japanischen Gegner des Soldaten Donald Duck mit übertriebenen Akzenten, einem breiten Lächeln und riesigen gelben Zähnen dargestellt. Selbst die japanischen Bäume wurden mit sichelförmigen Oberlidfalten bezeichnet. Die Soldaten befürworten zudem, den ersten Schuss auf den Rücken eines Mannes abzufeuern. Mittlerweile wurden die meisten anti-japanischen Referenzen aus dem Film entfernt. Der Fokus liegt auf Donald. Doch diese widerlichen Propagandafilme werden Disney heute nicht angelastet. Disney macht einfach weiter. Walt Disney galt als rechtskonservativer Amerikaner. Streng christlich und mit Vorbehalten gegenüber Juden. Eine Andeutung hierzu sieht man in dem Märchenfilm Drei kleine Schweinchen von 1933. Bösen Wolf, bösen Wolf, wer hat Angst vor bösen Wolf? Hier sieht man den bösen Wolf vor dem Steinhaus des dritten Schweinchen, ja, verkleidet mit einer langen Nase, langem Bart und einem Bauchladen. Und biete schöne Borsten an. Gib her! Lässt es um euch geschehen! Auch diesmal. Wie heikel diese Szene heutzutage ist, erkennt man, wenn man diesen Kurzfilm auf der Streaming-Plattform Disney Plus ansieht. Hier sieht man den bösen Wolf zwar immer noch mit Bauchladen, aber seine lange Nase und sein langer Bart sind verschwunden. Gib her! Lässt es um euch geschehen! Auch diesmal wird es so sein. Ich hust, ich puste, die Bude stürzt ein. Am 15. Dezember 1966 starb Walt Disney im Alter von 65 Jahren als starker Raucher nach einer Operation an Lungenkrebs. Er hinterließ Aktien im Wert von 18 Millionen Dollar,
nach heutigem Stand etwa 134 Millionen Dollar. Nach Walt Disneys Tod stürzte das Unternehmen in eine finanzielle Krise und in eine Identitätskrise. Man wusste nicht, wie man sich dem Zeitgeist anpassen sollte. Knapp 20 Jahre nach seinem Tod wurde der Jude Michael D. Eisner Chefmanager des von ihm gegründeten Unterhaltungskonzerns. Eisner leitete das Unternehmen von 1984 bis 2005, der zeitweise 1,7% der Unternehmensanteile erhielt. Eisners Nachfolger wurde der Jude Robert Iger. Der Apple-Mitbegründer und Unternehmer Steve Jobs hielt zeitweise 7% der Unternehmensanteile, was ihn zum größten Einzelaktionär machte, nachdem sein Unternehmen Pixar Animation Studios mit Walt Disney Company fusioniert hatte. Im neuen Jahrtausend macht der Konzern Disney das, was ein großer etablierter Akteur in einem großen etablierten Markt an diesem Punkt immer macht. Wenn die eigene Innovation ausbleibt, kauft man die Innovation anderer. Man verleibt sich die fehlende Expertise ein. Statt Pixar als Partner zu verlieren, schluckt man Pixar. Statt dem Comic-Boom nur zuzusehen, kauft man die frisch gegründeten Marvel Studios. Statt George Lucas mit den größten Verkaufsrechten einer Marke in Rente gehen zu lassen, verkauft man das Spielzeug lieber selbst und schafft sich seine eigene, seine neue Trilogie. Das Familienunternehmen Disney entwickelte sich zu dem Konzern Disney. Strategisch immer kalkulierter, kommerziell immer erfolgreicher. Heute ist Disney der größte Filmverleiher der Welt. Das kleine Animationsstudio in der Nähe von Hollywood herrscht jetzt über Hollywood. Viele dieser abendfüllenden Trickfilme sind heute Klassiker und fast kein Kind kommt an diesen Film vorbei. Von diesen vielen Trickfilmen aus dem Hause Disney gibt es heutzutage schon Realverfilmungen. Wenn auch die meisten 1:1 nacherzählt werden, versucht Disney so wie früher dem Zeitgeist zu entsprechen. Auch wenn es auch nur kleine Sachen sind, sollte man bedenken, dass diese Filme für Kinder sind und mit einigen Sachen nicht unbedingt in ihrer Kindheit konfrontiert werden müssen. Hier sei erwähnt, dass die neue Ariel-Verfilmung über die Meerjungfrau plötzlich schwarz ist. Wahrscheinlich als Wiedergutmachung gegenüber vom Originalfilm. Als der Trickfilm im Jahr 1989 erschien, reagierten viele Zuschauer nicht nur empört auf die phallusähnliche Form des Königspalastes der Unterwasserwelt. Wir haben den Eindruck, dass der heutige Zeitgeist auch unbedingt was finden will, um bei diesem Kinderfilm Kritik zu üben. In dem Lied »Unter dem Meer« singt Ariels kleiner Freund Sebastian darüber, wie viel Spaß das Leben macht, wenn man keine Sorgen und nur wenig Verantwortung hat. Da die Krabbe im englischen Original aber mit einem kräftigen jamaikanischen Akzent spricht, entstand das Bild, dass Jamaikaner faul seien. Dass noch dazu viele Fische, bis auf Fabius, mit großen voluminösen Lippen dargestellt wurden und mit einem schwarzen Akzent sprachen, sorgen heute ebenfalls für Aufregung. Der Seetang blüht immer grüner, wenn er dich von fern erfreut. Deshalb willst du zu den Menschen, doch das hast du schnell bereut. Schau deine Welt doch genau an, ja hier, wo du schwimmst und lebst. Voll Wunder siehst du das Blau dann, sag selbst, was du noch erstrebst. Unter dem Meer, unter dem Meer, wo wär das Wasser besser und nasser, als es hier wär. Die Tropen schuften wie verrückt, drum wirken sie auch so bedrückt. Wo hast man Streben, wo lebt man eben unter dem Meer? Genau wie das Lied »Die arme Seele in Not« von Ursula. Darin singt die böse Seehexe, dass Frauen zu viel quatschen würden, was den Menschenmännern nicht gefalle und sie attraktiver seien, wenn sie die Klappe hielten.
Aus diesem Grund soll Ariel auch ihre schöne Stimme verlieren, sobald sie an Land kommt. Sie habe ja ihr hübsches Gesicht. Stimmt's ja. Gott sei Dank kann ich ein kleines bisschen zaubern. Diese Gabe, dieses Talent hatte ich schon früh. Bitte lache mich nicht aus. Ich mach was Gutes draus für den Verzweifelten. Da lohnt sich meine Mühe mit Gefühl. In Hans Christian Andersens Märchen Die kleine Meerjungfrau schweigt Ariel nicht, weil sie verzaubert wurde, sondern weil sie durch ihre menschlichen Beine unerträgliche Schmerzen erleidet und dauerhaft lächelt, damit es niemand merkt. Schlussendlich erobert sie den Prinzen auch nicht, sondern stirbt und löst sich letztendlich in Schaum auf. Auch die Realverfilmung von Schöne und das Biest muss noch deutlicher zeigen, wie Disney der heutigen Zeit entspricht. Der Film markiert für Disney selber auch ein Debüt, nämlich die erste homosexuelle Figur, die wirklich offiziell unter dem Disney-Banner auf der Leinwand zu sehen sein wird. Bisher fanden in dieser Richtung immer nur Andeutungen statt. Wer ist schick wie Gaston? Wer ist flink wie Gaston? Wessen Hals ist so unglaublich nett wie Gaston? Ist kein Mann so überaus männlich? Mein Name ist Dr. Lily Houghton. Mein Bruder und ich suchen nach einer Fahrt den Fluss hinauf. Eins sollten Sie über den Dschungel wissen. Das ist kein spaßiger Urlaub. Ich bin auch nicht hier, um Urlaub zu machen. Der Legende nach gibt es einen... Daraus folgt, dass es in der Zukunft immer häufiger sein wird, dass irgendwelche Randgruppen den Kindern vorgeführt werden. In dem Film Jungle Cruise von 2021 wurde eine weitere LGBTQ-Figur dargestellt. Jungle Cruise. Der Konzern Disney ist aber in neuester Zeit sehr bemüht, auch ihre Klassiker nun den heutigen Zeitgeist anzupassen und zu fälschen. Disney hat daraus nur Konsequenzen gezogen. Einige Kindertrickfilme sind mit Kinderprofilen auf dem Streamingdienst Disney Plus gar nicht mehr zu finden. Erwachsene bekommen eine Warnung. This program is presented as originally created. It may contain outdated cultural depictions. Dieses Werk wird in seiner Originalfassung präsentiert. Es enthält gegebenenfalls veraltete kulturelle Darstellungen. Es fängt schon mit ihrem ersten großen Film Schneewittchen und die sieben Zwerge an. Die Kussszene im Film Schneewittchen von 1937 wird als sexuelle Nötigung oder Belästigung bezeichnet. Denn niemand sollte ohne seine explizite Einwilligung geküsst oder berührt werden. Sicherlich eine unumstrittene Tatsache, jedoch fiel in diesem Zusammenhang der Satz, heute würde der küssende Prinz hoffentlich dafür angezeigt werden. Sollte man diesen Kuss nicht in einem Kontext sehen? Der Kuss oder auch die Berührung rettete Schneewittchen das Leben, denn ohne diesen Kuss wäre sie gleich zweifach ermordet worden. Das erste Mal durch die Einnahme des Gifts und das zweite Mal durch die Rettung durch den geraubten Kuss. Eine Berührung ohne Einwilligung, die eine Scheintote nun einmal nicht zu geben in der Lage ist, anzuprangern, stellt auch Ersthelfer und Ärzte oder gar Unfallvermeider auf die gleiche Stufe wie ein Sexualstraftäter. Soll in Zukunft eine Mund-zu-Mund-Beatmung verboten werden? Es stellt sich zudem die Frage, warum Disney Schneewittchen durch einen Kuss zurück ins Leben kommen lässt. Endet das Märchen der Gebrüder Grimm doch weniger romantisch? Im gleichnamigen Märchen, welches zweifellos der Vorreiter des animierten Disney-Films ist, ist der Prinz nämlich keineswegs ein Lüstling, der eine schlafende Prinzessin ohne ihre Einwilligung küsst. Er ist durch und durch ein Gentleman, der den Gedanken nicht erträgt, dieses schöne Mädchen in der Erde zu vergraben. So bat er die Zwerge darum, sie mitzunehmen. Beim Transport des gläsernen Sarges stolpert er allerdings und lässt ihn fallen, was dann dazu führt, dass Schneewittchen das vergiftete Apfelstückchen ausspuckt und aufwacht. Auch die böse Stiefmutter stirbt nicht einfach beim Unfall. Nein, sie wird zur Strafe dazu gezwungen, in eisernen Schuhen so lange über glühende Kohlen zu tanzen, bis sie stirbt. Auch der Einsatz der sieben Zwerge ist im Ursprung des Märchens alles andere als diskriminierend. So galten Zwerge in der damaligen Zeit als Hüter der Erde und so wurden sie im Märchen kurzerhand zu den Hütern von Schneewittchen.
Dass die emanzipierten Heldinnen in den Disney-Filmen gelobt werden, bedeutet zeitgleich, dass das Warten auf Hilfe oder das Bitten um Hilfe schlecht sein muss. Ist das um Hilfe bitten können denn eine schlechte Eigenschaft? Da auch Jungs Disney-Filme schauen, ist das Ablehnen von männlicher Hilfe sicherlich ein klares Signal an die Jungs. Auch fällt uns auf, dass das sich über die Ureinwohner lustig zu machen verwerflich erscheint als die Art und Weise, wie man in Amerika oder aber auch anderen Staaten mit den Ureinwohnern umzugehen pflegt. Auslachen verboten, Einsperren erlaubt. Zu den rassistischen Klischees gehören unter anderem die Darstellung der Indigenen in Peter Pan. Diese werden wiederholt als Rothäute bezeichnet, ein angeblich beleidigender Begriff. Der Film porträtiert Ureinwohner auf stereotype Weise, die weder die Vielfalt der Ureinwohner noch ihre authentischen kulturellen Traditionen widerspiegeln, erklärt Disney dazu. Auch dass Peter Pan Federkopfschmuck trägt und einen Tanz aufführt, ist laut Disney eine Form der Veralberung und Aneignung der Kultur und Bildwelt der indigenen Völker. Man sollte nicht blind dem Narrativ derer folgen, die sich mit der Geschichte nicht auseinandergesetzt haben. Rothaut bezieht sich nämlich nicht auf die Hautfarbe, sondern auf die Kriegsbemalung der indigenen amerikanischen Ureinwohner. Natürlich, wenn man Indianer und Disney hört, müssen wir auch kurz auf den Film Pocahontas eingehen. Auch dieser Film wird in der Kritik stark auseinandergenommen. Die Liebesgeschichte zwischen der Indianerfrau und dem britischen Abenteurer John Smith von 1995 spielte allein am Eröffnungswochenende 30 Millionen Dollar in den Kinos ein. Sonst interessiert es die Kritiker nie, dass jener Film viele historische Ungenauigkeiten besitzt. Bei diesem Film pochen sie allerdings darauf. Der Film weist zwar ein paar Parallelen zur echten Pocahontas auf, laut historischen Aufzeichnungen dürfte die Ureinwohnerin aber um die 12 Jahre gewesen sein, als sie den rund 15 Jahre älteren Smith kennenlernte. Eine Liebesbeziehung zwischen den beiden ist, anders als im Film, nicht bekannt. In dem Lied »Wilde sind's« werden die Indianer von den weißen Kolonialisten unter anderem Ungeziefer und noch schlimmer genannt. Aber Peter Pan ist nicht der einzige Film von Disney, der unter Rassismusvorwürfen leiden muss. Nehmen wir da zum Beispiel das Dschungelbuch. In dem Film von 1964 sprechen die Affen, die nach eigenen Angaben lieber Menschen wären, Jive. Ein Slang, der mit afroamerikanischen Jazzsängern assoziiert wird. Der Autor von Mowgli, Rudyard Kipling, hatte 1899, kurz nach dem Ende des Spanisch-Amerikanischen Krieges, ein Gedicht über den weißen Imperialismus veröffentlicht. In »Die Würde eines weißen Mannes« nennt er die indigene Bevölkerung »frisch gefangene Halbwilde und Halbkind«. Dass auch Afroamerikaner für ihn keinen höheren Stellenwert hatten, liegt nahe. Hinzu kommt, dass Frauen im Originaldrehbuch des Trickfilms eine mehr als untergeordnete Rolle spielen. Weniger als 2% des Sprechanteils ließen die Drehbuchautoren weiblichen Figuren zukommen. Heute würde dies der unsinnigen Frauenquote unterliegen. Auch dieses Märchen wurde von Disney komplett aus dem Zusammenhang gerissen, denn im Gegensatz zum beliebten Kinderfilm geht das Menschenkind Mowgli nicht wieder zurück zu den Menschen. Als er im Dorf ankam, wurden seine Helfer gefoltert und er wieder zurück in den Dschungel gejagt. Anschließend rächt er sich zusammen mit Bagheera, dem Elefanten Hathi und einem Rudel Wölfen. Sie zerstören das Menschendorf. Ein weiterer Film, der heute kritisch beäugt wird, ist Dumbo. Den vierten abendfüllenden Zeichentrickfilm von Disney wird angekreidet wegen der schwarzen Krähen, denn Jim Crow ist nicht nur das zweifelhafte Symbol für einen unterhaltsamen Schwarzen, sondern steht auch für das bis 1964 anhaltende System der Rassentrennung zwischen Schwarzen und Weißen in den USA. Die Dumbo-Krähe, denn Jim Crow, spricht im Englischen mit einem schwarzen Akzent, genauso wie ihr Chor. Für Missbilligung sorgte auch eine Szene, in der gesichtslose schwarze Arbeiter, die vermutlich Sklaven sind, darüber singen, wie sie nie das Lesen und Schreiben gelernt haben. Der Disney-Konzern entschied 2012, Originalversionen von Zeichentrickfilmen politisch korrekt umzuschneiden. So wurde zum Beispiel aus dem Film »Die Werkstatt des Weihnachtsmanns« von 1932 eine schwarze Puppe herausgeschnitten mit der Begründung, sie repräsentiere ein negatives Stereotyp.
Aber wie krank die heutige Welt ist, sieht man ja schon, wenn man einen Einblick in die Synchronbranche tätigt. Damit in deutschen Synchronisationen die angeblichen rassischen Klischees des Originalfilms nicht übernommen werden, sollen vor allem diverse Teams, die sich mit den verschiedenen Kulturen auseinandergesetzt haben, in der Synchronisation mitwirken. Seit Juni 2020 gibt es in der englischsprachigen Version der Simpsons keinen nicht-weißen Charakter mehr, die von weißen Sprechern synchronisiert werden. Auslöser war die Kritik an der klischeemäßigen Darstellung des Dialekts der Figuren Dr. Hibbert und des Kioskbesitzers Apu, die im Zusammenhang mit der Rassismusdebatte in den USA ausgelöst wurde. So, dann wollen wir den Hotdog-Grill mal auffüllen. Oh. Der hat eine appetitliche kleine Schmutzkruste abgekriegt. Oh, was soll's, der wird trotzdem verkauft. Aber das bleibt gefälligst unter uns. Verbeultes Hütchen. Da solche Darstellungen allerdings nicht nur bei den Simpsons, sondern in der gesamten Filmbranche bestehen, soll dies in Zukunft verhindert werden. Das hieße, Schwarze müssen von Schwarzen synchronisiert werden, Asiaten von Asiaten und so weiter. Ob dies dann auch so mit Weißen verfahren wird? Diese Frage bleibt offen. Mein Name ist Raya. Hi zusammen, heute ist es endlich soweit. Ab heute kann man mich als Raya in Disneys Raya und der letzte Drache hören. Weißt du, was noch, also was heißt Besondere, weißt du, was noch on top auf der größten Besonderheit meines Lebens, Deutsch, draufkommt? Was? Das ist die erste südostasiatische Heldin von Disney. Ja. Weißt du, wie krass das für mich ist, als Südostasiatin? Hier habe ich meinen Text, hier die Mikrofone und da die Szene. Los geht's. Also wenn die Balken sich treffen, dann darf ich sprechen. Und in der Szene treffen sind noch mal zwei rote Balken gewesen. Wenn die sich treffen, dann spreche ich den Satz nach den Anstrengungslauten aus. So, jetzt helfe ich meinem Sidekick Tuk Tuk jetzt hoffentlich wieder auf die Beine. Du wirst langsam zu groß dafür, Kumpel. Aber auch der angeblichen asiatischen Klischees bedient sich Disney. Wir spielen auf den Film Aristocats an. Die Liebesgeschichte zwischen der vornehmen Katzendame Duchesse und dem Straßenkater Thomas O'Malley kam 1970 auf die Leinwand. Dabei ist es aber nicht das ungleiche Paar, das für Kritik sorgt, sondern die Darstellung von O'Malleys Gangmitgliedern. Als sei sein Name nicht schon Hinweis genug, wurde bei Sean Gunn durch das Malen von mandelförmigen Augen, abwertend auch als Schlitzauge bezeichnet, deutlich gemacht, dass es sich bei dem Siam-Kater um einen Chinesen handeln soll. Verstärkt wurde das Stereotyp mit dem Essstäbchen, die er für das Klavierspielen benutzt, um seinen Gesang, der fast nur aus einzelnen Wörtern mit China-Bezug wie Shanghai und Hongkong besteht. Der russische Kater Billy Boss sieht zudem aus wie Josef Stalin und Peppo soll mit seiner Ziehharmonika und einem roten Schal einen italienischen Womanizer verkörpern. Hier stellt sich die Frage, ob diese Anspielung überhaupt die Betroffenen je gestört hat. Es stört ja auch keinen Menschen, dass zum Beispiel die Asiaten in ihren Mangas sich doch eher mit den westlichen Typen beschäftigen. Da ein Schneewittchen ohne den Kuss kaum vorstellbar ist, wie könnte man diesen Kuss auch aus der Handlung herausschneiden? Geschieht nun genau das, was unausweichlich ist? Man fordert, dass einige Disney-Filme aus diesen Gründen gecancelt werden. Eine weitere Kontroverse zu diesem Film wurde 2022 von Peter Dinklage, der Kleinwüchsige, der einem breiten Publikum durch Game of Thrones bekannt wurde, ausgelöst. Er spricht von einer Zwergendiskriminierung. Denn es gibt ein Märchen, das soll neu verfilmt werden, und zwar Schneewittchen und die sieben Zwerge. Aber die Neuverfilmung soll nicht so sein, wie wir es kennen. Naja, eben ein bisschen anders, weil es soll irgendwie die sieben Zwerge nicht mehr in dieser Form auftauchen. Und jetzt fragt man sich, ist das Märchen dann noch das Märchen? Muss das sein? Geht das jetzt zu weit? Oder ist es eben vielleicht doch diskriminierend, kleinwüchsige Menschen als Zwerge in diesen Filmen auftreten zu lassen? Also geht das zu weit? Sind wir da heute weiter? Das ist die entscheidende Frage. Aber wie weit geht das eigentlich alles noch? Ich bin ganz gespannt, was unsere Gäste dazu sagen. Aber jetzt gucken wir erstmal, worum es sich genau dreht. Dagmar Vetter hat mal alles zusammengefasst. Schneewittchen und die sieben Zwerge. So kennen wir den Disney-Klassiker seit über 80 Jahren.
Doch jetzt sollen die Zwerge in Rente. Schneewittchen soll sich politisch korrekte Freunde suchen. Bei der Neuverfilmung spielt mit Rachel Zegler kein weißes Schneewittchen die Hauptrolle, sondern eine Latina. Das reicht nicht, meint der kleinwüchsige Hollywood-Schauspieler Peter Dinklage, bekannt aus Game of Thrones, und klagt Disney an. Ihr seid auf eine Weise fortschrittlich, aber dann macht ihr immer noch diese verdammt rückständige Geschichte über 7 Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben. Was zum Teufel macht ihr da, Mann? Disney antwortet: Um die Stereotypen nicht zu verstärken, haben wir uns mit Mitgliedern der kleinwüchsigen Gemeinschaft beraten. Politisch korrekt. Wo ist die Grenze? Beim N-Wort sind sich alle einig. Deshalb wurde die Geschichte von Pippi Langstrumpf umgeschrieben und ihr Papa wurde zum Südseekönig. Die sind ja in einer bestimmten Zeit sozusagen entstanden, sind auch ein Spiegel dieser Zeit. Und die sollte man nicht verändern, weil damit verändern wir irgendwie auch die Vergangenheit, unsere Geschichte. Vieles, das einem früher locker über die Lippen ging, wirkt heute anstößig. Mir ist es jetzt nicht wichtig, ob es Zigeunerschnitzel heißt, solange sich derjenige neben mir wohlfühlt damit, ist es doch gut. Und wenn er sich dann nicht wohl damit fühlt, dann finde ich, ist das jetzt nicht schlimm, das Gericht umzunennen. Hören Sie mal, ich bin jetzt mittlerweile über 80 und ich habe gelebt mit dem Mohrenkopf und Zigeunerschnitzel. Also, ich weiß es nicht. Mohrenkopf, das ist irgendwie, das verbinde ich auch mit meiner Kindheit und das verbinde ich überhaupt nicht mit einer Hautfarbe eines Menschen, der aus einem anderen Land kommt. Was bedeutet Cancel Culture für jeden freischaffenden Künstler, der eine seine Geschichte erzählen möchte? Wenn du nicht die Minderheiten berücksichtigst und ihnen einen großen Raum gibst, werden wir deine Werke totschweigen und nicht bewerben. Ob diese Minderheit in die Geschichte passt oder nicht, ist den Kritikern vollkommen gleichgültig. Der Raum für die Minderheiten muss geschaffen werden, wenn nötig, mit Gewalt. Am Ende werden die facettenreichen Geschichten durch einen neuen Typ Hauptcharakter ersetzt und man schafft ein neues Weltbild, welches weder real ist, noch von der Bevölkerung gewünscht wird. Da, seien wir ehrlich, wir uns mit den Geschichten und ihren Charakteren identifizieren wollen. Wohin Cancel Culture führen kann, zeigt uns die Vergangenheit. Da sind Sie ja. Keine Angst, Ihr Fernsehgerät ist nicht kaputt. Das ist ein Feenglöckchen. Der Klang ist viel zu hoch für das menschliche Ohr. Oh, da bist du ja, Naseweiß. Was? Hey, willst du wohl damit aufhören? Alle, die unsere Geschichte von Peter Pan kennen, wissen, dass ein wenig Feenglanz von Naseweiß ausreicht, um fliegen zu können. Wo willst du hin, Naseweiß? Hast du nicht was vergessen? Aus. So verfahren wir mit ihnen. Ich hab oft geträumt, es wird einst geschehen, dass sich Leute freuen, dass ich bei ihnen bin. Von einem Jubelchor, wenn sie mich dann sehen. Und die Stimme sagt mir, Junge, hier gehörst du hin. Märchen schreibt die Zeit.